So, Stream sollte wieder online sein. Ja, ich habe gerade nochmal kurz im Chat unten schon mal angegeben, was gebannt wurde. Kann sie. So. Okay. Es tut uns leid, dass es gerade mal kurz der Stream weg gewesen ist, aber wir Ich haben hoffe, es versucht, geht schnell jetzt ging wieder wieder. zu reparieren. Ich hoffe, das ist jetzt so. Ja, sieht fast so aus. Also, bei mir sagt er wäre online. Okay, gehen wir mal schnell drüber, was gepickt wurde. Sivir, Swain, Taric, Irelia und Skarner gegen aktuell Caitlyn, Sona, Gangplank und Nocturne. Wow. Also, das ist schon wieder interessant, finde ich. Also, Nocturne habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt allerdings. Gute Frage, warum Aber eigentlich? Sie haben ja nichts an ihm geändert. Ich würde mal behaupten, es liegt einfach nur daran, weil es andere Jungler gibt, die besser sind. Vielleicht? was bis jetzt, ich zumindest keinen großen Konterpick, das ist irgendwie schön mal. Aber wir haben gleich schon wieder Sivir Taric auf der Gegnerseite. Also diesmal Sivir mit Taric zusammen, nicht mit Sona. Und Sona auf der anderen Seite. Also die Support haben sozusagen die Seite gewechselt. AD Carries ist kein Grayson, sondern eine Caitlyn. Taric ist natürlich hart. Und ich krieg gerade noch von Boogie die Nachricht wegen dem Nocturne, der 4 wurde genervt. Ah, okay. Also scheinbar ist das wohl der Grund, meint er. Ah, ich erinnere mich, ja genau. Das ist schon etwas länger her. Deswegen. Das ist nicht mehr. Deswegen ist auch schon seit etwas längerer Zeit nicht mehr gespielt. Moment. Ich überprüfe Oh, jetzt mal Boogie schnell. auf AP kennen. Wahrscheinlich. Oder AD kennen. Oder. Wer weiß das schon? Oder wer weiß. Sehr schön. Stream geht wieder. Ach, wunderbar. So, jetzt reden wir über. Jetzt haben wir ja 3 Minuten Zeit, um drüber zu schwafeln, wie das wahrscheinlich werden wird. Und dann wird es wieder ganz anders. Ich finde interessant. Vermutlich. Obwohl, hä? Ah ja, gut, wir haben jetzt noch 1 Minute und dann nochmal 3 Minuten, okay. Das ist 4 Minuten. Wir können ja schon mal kurz darüber fliegen, was haben Sie an CC zum Beispiel? Ich denke mal, da ist nichts verloren, wenn das die anderen mithören würden. Also das sind Gedanken, die sie selber auch führen könnten. Wenn ich mir jetzt überlege, hier eine blaue Seite, unser Team. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie sie heißen. Oh mein Gott, das ist fail. Aber naja. YMG. YMG. Okay. Das heißt ein Zweifel einfach mit dem Kürzel YMG, also Ist ja auch egal. nenne ich das jetzt mal Also so. ich Oder lag einfach blau. nachher. Wir machen nachher den Tribute, wie wer das ist. Jo. Ja, wir haben hier auf der Seite Swain, Root, wir haben Stun von Taric, wir haben Irelia wieder, die im letzten Game ziemlich gut war. Also konnte quasi free farmen und dann hat man gesehen, Das was Game passiert, gewinnen. wenn man. Ja, ob sie das Game gewonnen hat, weiß nicht. Also da haben. Ich fand auch der Die hat Vladimir. gut getankt und hat gut Schaden gemacht, Was beides. ich ehrlich gesagt interessant fand, letztes Game war, dass Vladimir. Wieder Die. reingekommen ist. Und dann noch so einen starken Unterschied gemacht hat. Aber dann haben sie auch noch Skarner als letzten Hero Lustig, und dass ist auch noch wir. mal ein Stun. Lustig finde ich dementsprechend, dass wir haben Vladimir gebannt von dem einen Team jetzt links und rechts im anderen Team Morgana gebannt. Jeweils ein Hero, mit dem sozusagen immer das andere Team, ist nicht ganz richtig, vorher Probleme hatte. Genau. Das stimmt allerdings, ja. Dann, wir haben auf der anderen Seite Gangplank mit Slow, Sona mit AOE-Stun, 4 auf Nocturne. Nocturne genau und sein Ulti natürlich. Und das Ulti von Kennen natürlich auch mit seinem Diesmal sein Stun. Passiv. Oh, ja, genau, es ist ja sein Passiv. Weiß nicht, ich verbinde das immer mit dem Ulti, weil das eigentlich das ist, was meistens den Stun triggert. Na, es geht. Also, wir haben viel mehr CC auf beiden Seiten, finde ich. Das stimmt. Das letzte Mal hatten wir nur, glaube ich, 3 und 2 CCs auf den beiden Seiten. Na, ich muss mal kurz was trinken, weil ich sonst Stimme gleich verreckt. Ist ja nicht so Wie gut. schaut es mit AOE aus? Nächste Frage. Da ist nämlich diesmal auch wieder auf blauer Seite. Ja, aber Wie ich sehen finde, wir? diesmal ist es eindeutiger, finde ich, dass stärkeres AOE auf der Purple Seite. Findest Weil, du? ja, weil, was hat, überzeugt mich, was hat das blaue Team für Sivir ist ja AOE? Bouncing plus den Bumerang. Der Swain ist absolut AOE eigentlich.
Ja, aber ich Er hat meine. zwei Felds, die noch auf Auribasis sind. Okay, vielleicht. Ja, aber Skarner zum Beispiel macht. Skarner sein Q. Okay, aber Skarners Q macht fast keinen Schaden. Das Load Der hat nur. zwei Spells auch, die AOE sind. Ja, aber. Also Der das. Rundumschlag und der Fritz, der Slowed. Der Rundumschlag ist der Slow. Der andere macht nur Heilung. Ja, das ist aber auch ein Schaden, der nach vorne geht, oder? Ja, aber das sind so 200. Das ist fast gar nichts. Und das hat 10 Sekunden Cooldown oder so. Also das kannst du Okay. rausrechnen. Und Aber was hat die andere Seite? der Bumerang von Sivir, der Sivir, die macht macht. immer weniger Schaden, umso mehr Leute sie Ja. getroffen hat. Aber wenn dann ihr Bounce, das lasse ich durchgehen, das ist ein Ja, aber bisschen. du musst mal überlegen, was hat sie im letzten Game an Schaden rausgerissen? Vor allem in der Anfangsphase auch. Ja, das wird wieder interessant zu sehen. Ich finde halt einfach, auf der anderen Seite haben wir zwei AOE-Stuns quasi. Obwohl Cannon-Stuns stunt ja nicht so viele verschiedene Leute, ne? Eben, das muss Glück passieren, wenn du darauf basierst, dass es Ulti stand. Aber Aber du hast natürlich. schon recht, du hast ein Gangplank-Ulti, das AOE ist, du hast ein Sona-Ulti, das AOE ist, und du hast ein Cannon-Ulti, das AOE ist. Das ist definitiv mehr AOE, das stimmt. Ja, aber was ich interessant auch finde, irgendwie, beide haben sehr gut einen Engage. Skarner mit Flash kann sich jemand schnappen. Und Nocturne, ich Nocturne meine, Ulti. ist klar, muss man nicht drüber reden. Cannon kann gut engagen eigentlich, wenn du es richtig anstellst. Was aber auch, da sehe ich den Vorteil ehrlich gesagt bei Purple, weil Purple hat Counter-Engage, behaupte, sage ich jetzt mal, weil du kannst quasi bei dem, angenommen, sie chargen rein, was macht dann Sona? Einfach Ulti und sie können notfalls Backout. Oder Cannon kann schützen, indem er Ulti anschmeißt und Backout. Also. Aber Das diesmal ist haben auch interessant. beide Seiten einen Jump Hero, sehe ich gerade nochmal. Irelia kann draufspringen und Nocturne kann draufspringen. Ja. Also es wird definitiv ein interessantes Spiel, wenn es von den Heroes her geht. Beiden AD-Carries wieder mit Heal. Ja, Record läuft, soweit ich weiß. Caitlyn mit Läuterung. Interessant. Was kann sie Mit wegläutern? Läuterung. Den Taric Stun wahrscheinlich. Tarikstan, ja. Swain, Und den Root, Swain. Irelia, Und Irelia. Skarner. Gegen Nein. Skarner Ulti? Nein. Geht nicht. Skarner Ulti ist Unterdrückung. Unterdrückung kannst du nicht läutern. Immer Das noch ist das nicht? gleiche wie mit Warwick und mit Urgot und mit Malzahar Ulti. Geht es immer noch nicht? Okay. Nein. Deswegen ist es ja auch Unterdrückung. Das ist ja. Besonderfall sozusagen. Da kannst du ja auch nicht casten in der Zeit. Weil mit anderen kannst du Ignitus auch noch casten. Das geht bei denen nicht. Das macht sie ja auch besonders stark in meinen Augen ein bisschen. So, Spiel startet. Keine Überraschung soweit. Meinst du, es wird einen Jungle Invade geben? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich Also weiß reißen den nicht. Pings her? Dienen sie schon sehr nah zusammen. Naja, aber ich meine, wenn das sieht mir nach einem Standard Jungle Verteidigung aus. Sivir wird sicher wieder die Golems machen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass wir das letzte Game gesehen haben, dass sie jetzt annehmen, einfach, dass der Jungle Invade kommt. Aber so wie sie jetzt stehen, ist es definitiv eigentlich nur Sicherheit und beide fangen bei Blue an. Aber wenn sie auf den Jungle Invade warten. Ja, okay, das ist. Okay. Ja, die wollen es auch absichern, dass keiner reinkommt. Ich habe für eine Sekunde gedacht, Caitlyn spielt in der Mitte. 30 seconds. Eigentlich sollte die Cannon da stehen, wo die Caitlyn ist, und die Caitlyn da, wo die Cannon ist. Die müssten eigentlich Position täuschen. Naja, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Caitlyn will vielleicht noch ein paar Fallen hier schmeißen. Meinst du, diesen Eingang zu machen? Ja. Und ich glaube, der Gank wird gleich auf Level 1 kämpfen. Ah, das würde ich gern sehen. Aber ich Wenn ich fürchte. mir gerade so die Pings anschaue, die sie davor haben. Ja, im Standard-Skana-Start würde ich sagen. Mal sehen, wie gut ein Pull Oh, ist. unten nehmen sie Doppel weg, den Golem. Ja, du Aber das meinst. ist die eigene Seite. Ich dachte gerade, dass wenn die Gegner da eingelaufen sind. Aber die Jungle Sona an. Sie sehen, dass die Sona kommt. Die haben da schon die Ward. Das ist ihr eigenes Wort. Ah, stimmt. Ah, ich bin gerade irgendwie Merk's ja. auch ein bisschen blöd gerade. Ja. Naja. Sie haben volle Erfahrung an die Sieger gegeben. Ja, es ist so hart. Sonst alles Standard. Ja, die hat sich schon halbes Level schon. Das ist ein
böser Start eigentlich immer. Ja gut, aber du musst auch sehen, dass... Und jetzt oben aufpassen. Oh, da Engel haben wir gleich auf Fight auf Level 1. Aber Level 1 dürfte Irelia vielleicht... Ihr habt sogar Stun geskillt. Wow. Aber wow. Das tut jetzt weh. Bunning ist low. Und da muss der Flash raus. Und der geht noch hinterher. Oh. Wow. Geht das durch? Geht das durch? Oh nein, mein geht Gott. Durch. Der hier. 15 Wahnsinn. Leben. Oh mein der Gott. Der Heiltrank hat's gemacht noch. Wow. Aber sehr, sehr nice. Und Skana kämpft gleich mal oben top, weil die Rede zu weit draußen ist. Gut, das wird ihn aber nach hinten bringen, wenn jetzt, je nachdem wie... Nocturne hätte jetzt eigentlich oh, dann bleibe ich mal sagen, Counter Jungle zu gehen. Mal kurz runter. Ja. Auf der Bottom Lane? Harris ja, Top Lane geht weiter, okay. Oben, oben. Er kann okay, die haben nur noch mal kurz gezeigt, wo sie da ist und jetzt geht weiter. Wow, aber der Gangplank auf Level 1. Wow. Das war eine Menge Schaden. Vielleicht wäre der Flash gar nicht nötig. Ja doch, war. Ja, weil dann ja, hat er wollte ja noch sozusagen das Spiel haben, der wird ja auch fast geklappt. Oh, unten die so... Ah, das war's. Ja. So. First Blood. Oh, und da kommt der Heal der raus. Ja. Und jetzt hat sie selber auch noch das Problem. Sie hat fallen, sie hat ihren Schuss und hat kein Escape. Ja, das kann sie. Wow, der Heal. Safe. Heal ja. Und Cleans. Läutern. Heal sieht richtig stark aus. Und die Carries. Oh. Ja. Das ist aber auch die Tatsache einfach, dass der Heal so einen großen Bonusleben am Anfang eigentlich besser schafft. Mal kurz nachschauen kann ich ja. Ihr Heal halt auf dem Level 3 jetzt hat schon 230 Leben. Ich muss überlegen, 230 Leben, die hat momentan maximal 700 Leben. Du kommst da fast. Kannst 750 Leben. Oh, Toplane, der Kill. Schön gespielt. Ah, den habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Was gibt's dazu zu sagen? Keine Ahnung. Ich fand's interessant. Ich dachte zuerst, es wäre ein Fehler, dass Gangplank in die Richtung weggelaufen ist. Also Richtung zweiter Busch. Aber es hat sich rausgestellt, dass es genau die richtige Entscheidung war. Ich bin wieder. Es ist wieder so ein Gangplank, der einfach auf der Toplane steht und keine Ahnung, gegen den man gar nichts machen kann. Behaupte ich jetzt einfach mal. Meinst du, solide da ist? Ich frag mich immer, wie die das machen, ganz ehrlich, weil immer wenn ich das versuche zu machen, dann fail ich hart. Unten haben sie schon Anti-Ninja-Ring-Sword gesetzt. Boogie in der Mitte, tut ein bisschen Damage austauschen mit Swain. Beide nutzen ihre Heiltränke. Beide haben auch einen Halbhut angefangen, also... Ich weiß nicht so genau, wer da den Vorteil hat. Ah, Boogie hat ein bisschen mehr Farm, aber nicht wirklich viel. Dana muss unten halten. Na, Level sind sie auch gleich, die haben nicht wirklich XP verloren und so. Oh, oben, Irelia. Hat schon wieder halbe Leben. Ja, aber unser Gang braucht kein Mana. Mana. Ja, und da geht's auch weg. Ich sehe gerade, Irelia hat mit Boots angefangen und baut sich jetzt erst defensiv. Schauen wir mal. Gemma hat da so viel Schaden drauf, dass sie gleich mal Rüstung bauen muss. Early Drache? Nein. Baut irgendwie so aus, aber ich habe auch nicht die Ahnung, was sie da vorhaben. Werden sie. Also der rennt jetzt gerade runter zum Gang, aber das sind lauter Worte. Ja, Wort. Das bringt gar nichts, sie werden gleich alles haben vergessen. Ja. Er rennt halt einmal durch und das war's. Schauen wir mal, was Gangplank gekostet. Oh, unten, die Sona. Ah, der Burst ist immer hart von diese. Ja. Aber die Sona stand halt im unteren Ecke und da ist der Tarik reingelaufen. Oh, jetzt haben wir einen Kill in der Mitte verpasst. Oh, Level 6. Welches Level ist denn Swain? Swain war auf Level 5, das zeigt. Also wahrscheinlich mit Ulti, oder? Ja. Gucken, kann man sehen. Ja. Nein, hat er nicht. Nicht? Und Ulti ist noch nicht cooldown. Wow. Aber Ignite und Flash ist weg. Ja. Mann, warum habe ich nur Wort geguckt? Ja, weil das ja auch gerade interessant war. Okay, wie wir sehen, macht Gangplank, so wie es ausschaut, wieder den Wriggles-Build. Nocturne macht sich red, das heißt, danach wird es wahrscheinlich wieder einen Gank geben. Ja. Ich frage mich, was Garner gerade macht. Ah ja, oh lol, Garner, ich beobachte ihn gerade. Ich meine, irgendwie, Garner hat noch keinen richtigen Top-Gank. Oh, unten. Sehr, wow, sehr gut, Escape dann noch. Aber jedes Mal, wenn der Teil ganz dann raushaut, das ist einfach so ein heftiger Schaden dann bekommt. Ja, die entscheiden sich da zu bleiben. Vielleicht vorsichtig. Oh, ganz, ganz knapp überlebt.
Aber Sona braucht, glaube ich, mal mehr auf Heat. Wow, wenn jetzt ein ganz random. Also, jetzt hat Sona übrigens auf Mesh gespielt, also den Q. Jetzt so ein random. Und da gehen die Diven. Ah, der Chris war. Sonst hätten sie es. Boah, wenn ich das Leben. Ah, da kommt der Gag mit OG. Nein! Ja, da kommt der noch schön raus. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Und da kommt noch Nocturne, aber die haben immer. Ja, ich glaube nicht, dass Nocturne. Vor allem macht. Oh, das ist gar nicht. Oh! Ja, aber die sind alle. Alles Level 6, das wird ehrlich nicht weit haben. Ja. Das ist dann vernünftig, dass er nicht reingeht. Gangplank, aber. Oh, oben haben wir das doch was. Der Gangplank ist halb tot. Ja, aber ich fand, Gangplank hat sehr gute Mappe gemacht. Wow, Wugi, das sieht aber gar nicht gut aus. Ja, gut. Der kann nicht sterben. Naja, der hat dann allerdings nicht der Mana mehr. Ja, stimmt. Der ist komplett leer. Und ein Caster ohne Mana ist ungefährlich. Ja, das war eigentlich richtig. Kannst du machen, was du willst, kannst du böse gucken. Sogar andere lachen drüber. Nocturne kann natürlich den Blut für sich nehmen, ist jetzt Level 6. Mal gucken, was er jetzt damit anrichten kann. Ja, Toplane jetzt. Er will mit der. Nocturne will mit dem Red und Blue mit Level 6 Mitte ganken gehen. Oh. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Ah, er will erstmal noch die Rest nehmen. Vielleicht ist der Range davon, das wäre interessant zu sehen. Ja, ich würde jetzt auch die Race machen. Oh, Blue für Nein, er ist nur gewordet. Er ist nur gewordet, er hat nichts gemacht. Wie die haben sie drauf? Sehen es und erkennen will, glaube ich, Clown. Er läuft schon in Position. Wow! Schön! Wow! Der Ziel war. Also epic. Oben ist jetzt gerade hier gut am Drücker. Der drückt eigentlich mal oben im Gank auch. Ja. Wenn du mal anschaust, der aber Gangplank hat kein Mana mehr. Problem finde ich jetzt auch gegen da so geht den auch Gangplank. Noch gerade. Boah, am Wort vorbeigelaufen, insofern. Sich da nichts ergeben. Ich finde vor allem aber auch an Gangplank sieht man jetzt, du kannst ihn nicht wirklich, wenn er jetzt, er merkt, dass er nicht gewinnen kann im Moment. Also farmt er weiter. Farmt er einfach. Da kann er really auch nicht viel dagegen tun. Ah, die pusht jetzt natürlich nicht rein, dass er ein Turm ist. Ich hab so das Gefühl, hier passiert noch was. Ja, Nocturne geht aber auch wieder hoch. Der lässt es nicht locker. Ah, das ist aber jetzt blöd. Also, wenn sie sehen hätte, hätten sie was machen können, vielleicht. Ja. Ich guck mal kurz in den Netzwerk. Also, sie sehen Skarnath, dass er gerade unten in den Ref gegangen ist. Der ist ja die Wortdotten. Ja. Können sie wunderbar beobachten. Oh, sie sehen, dass er zum Ref geht. Oh, aber Swain spielt gut mit. Ja, weil sie ein Wort haben. Und jetzt hat er ein Wort drüber gesetzt. Da kommt wahrscheinlich der Ping, dass der Wort gesetzt wurde. Ja, wir lassen ihn den Ref haben. Das ist auch viel zu großes Risiko, wenn sie wissen, dass du runtergehen wolltest, dann würdest du da alleine gegen zwei stehen, das kann man dort immer nicht machen. Das ist vernünftig, dass es dann lässt. Währenddessen jetzt sieht gerade. Ah, da sieht man jetzt auch wieder ein bisschen so die Macht eines Wards. Wenn du weißt, was der Gegner vorhat. Jetzt muss ich zum Beispiel erkennen, dass das Garner kommt. Der weiß genau, dass er es nicht vorziehen braucht. Ich halte mal auf Ken, während wir uns das CS anschauen. Und ein Botlane verliert Team Purple um 10. Ja, das geht noch in Ordnung. Gangplank ist auch 10 hinten, oh, oder? Oh, no, jetzt unten. Dann die wieder auf Sona und. Oh, oh Gott, Wahnsinn. Das ist jedes Mal dieser Burst, der sie umhaut. In der Zwischenzeit hat der Ken geholt. Können die nicht mal ihre Kills besser timen, dass ich alle anschauen kann? Cannon hat Ignite und Ulti gebraucht diesmal. Denke. Ja, aber ich weiß nicht. So. Ken ist gar nicht eher ein Problem für natürlich Team Purple, würde ich jetzt behaupten. Oh, jetzt aber Ken schaut ihn mit an. Der mobbt ein bisschen den Skarner. Sollte vorsichtig sein. Skarner hat immer noch sein Ult. Und Top wird gegankt mit Knopf rausgedacht. Oh. Ja. Aber mit unten wird auch noch die Caitlyn geholt. Ich glaube, unten ist definitiv die Lane, die am meisten Probleme hat. Ja. Während aber Gangplank hat oben auch ein bisschen Probleme gegen Irele gehabt. Und das ist einfach, Irele Level 6 erreicht, du kriegst sie nicht mehr weg. Wenn du nicht extreme Dominanz hast, kriegst du die Rede einfach nicht mehr weg, dann das. Da kannst du machen, was du willst. Ja, schau dir mal an, wie du ihn legst. Ja. Und dabei kein einziges Leben verliert, das ist das Üble dran. Ja. Das ist das Problem meiner Rede, ja. Oder ich mache mal wirklich runter, Harris, und mach einmal die Ulti an und dann ist wieder voll. Das ist einfach richtig übel.
Da kann er nur oben bleiben und passiv farmen gehen. Weil von der Line kriegt er sie nicht mehr runter alleine. Und sieht man es auch deutlich an den Kühlkills. Die Gänke ist das 60. Oh, oh wow. Und da geht bleiben. Und der ist raus. Ah, wow, sehr gut die Welle ja, mit dem Flash. Okay. Hab vielleicht zu früh gesagt, aber. Wow, das. Den Leben kann nichts mehr machen oben. Dann ist ja, der weg und lockt und geht nach dem Halten. Schauen wir mal, vielleicht wachsen nee, wir. Ich würde gar nicht mehr diven. Unten hinschauen. Ja, unten wollen sie, glaube ich, schon hin, Jan. Siehst du, das Garner steht schon bereit und die räumen auch schon die Wards weg. Ja, aber dafür müssen wir noch sehr weit pushen. Ja, da hat das gemerkt, dass eh nicht nötig ist. Ich glaube, sie sehen gerade, dass der Nocturne top ist und wollen auf den Drachen gehen. Könnte auch gut ah, sein. Nee, nein, er geht Mitte, Cannon. Mitte auf Cannon, ja, Cannon dominiert die Mitte. Und da geht auch rein in gerade. Oh, oh, Cannon. Das war aber auch bitter, dass er so knapp überlebt hat. Da hat einfach der Ignite gefehlt oder sonstiges. Komm schon, Gangplank Ulti. Yes! Das war ein... Oh, der random Hit. Das rained. Wow. Oh man, das war bitter für den Flank. So knapp den Tower dafür erlebt und dann kommt noch die Gangplank Ulti. Aber dafür geht er gleich mal wieder auf Gangplank los. Und macht ihn runter. Also die Gangplank Ultis haben definitiv schon einiges bewirkt in dem Spiel und das... Finde ich, also. Ja, gegen die Irelia kann er nicht mehr viel tun. Ja, die Irelia hat jetzt amüsanterweise sogar weniger Geld als der Gangplank. Echt? Yep. Wenn du auf Totalgeld gehst, hat die Irelia gerade mal 350. Wow. Und der hat 370. Wie cool, also ist es. Wow, obwohl sie 30 CS vorne ist. Wow. Ja. Also das ist schon heftig. Und vor allen Dingen kriegt er auch noch jedes Mal, wenn er ein Screenspiel macht, Bonusvoll wegen dem Schuss. Ich glaube nur, wenn das nicht Farley. Garner kann runter, das ist ein Counter-Gang. Und geht's los. Ulti geblockt ja. Und Spell Shield. Ja. Und dann ging Garner direkt, weil sie Garner. Ich weiß nicht, ob sie ihn gesehen haben. Nein, ich glaube nicht. Obwohl, jetzt gehen sie. Ja, sie haben ihn gesehen, so wie sie drauf reagiert haben. Definitiv, ja. Aber wo eigentlich? Da ist eigentlich gar nichts gewesen. Vielleicht ein CV, das wir nicht gesehen haben. Hm. Also vom Cooldown hier? Nein. Vielleicht war es einfach nur empfunden, wir sollten da nicht reingehen. Unten, Caitlyn gecatcht, habe ich noch gerade auf dem Ohr, auf dem Winkel gehört. Und oben Mitte, Cannon gegen 2. Das ist das Cannon. Ja, die wollen die Regel noch. Oh, Cannon, sehr knapp. Ist knapp. Ja, die und Irelia. Gangplank. Gangplank, Irelia, was ist mit den beiden? Irelia ist da. Oh, das war's, die Irelia. Du darfst bitte nicht reingehen. Oh, okay. Oh, oh mein Gott. Oh, und der Cannon. Boah, Cannon. Unglaublich. Oh, das wird, könnte böse enden für den Gangplank. Das kann das auch kein Mann mehr. Ja, der kommt weg. Wow. Der kommt nicht hinterher, er hat keinen Mana mehr. Wow. Also, wow. Das ist so bitter für die gerade. Wow, was für ein... Das ist unglaublich. Also das war so ein... Es ist so nah und doch so fern. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wow. Das war... Das war eigentlich immer so ein Kill-Unterschied, bei, also ein Hit-Unterschied bei beiden für den Kill. Den Kampf gerade. Aber da hast du auch wieder gemerkt, Bane ohne Mana, Auto-Hit, tot. Vor allem habe ich, finde ich, hat man gemerkt, Spellvamp auf Cannon. Ja, das auch. Der hat sie wieder hochgeheilt. Wie ich auch ganz gerne mit. Boah, das große Problem ist die Botlane. Also. Machen die inzwischen so viel Schaden? Nein, 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 ich meine, weil, wenn man sich die Items anschaut, das ist eine. Die wir mit Blut dagegen drei Doran. Was mir gerade aufgefallen ist, was ich ganz verstehen kann, ist, die Luna skillt immer noch Damage. Hoch. Die hat immer noch die Kuh hochgeskillt. Die hat keine Heilung hoch. Ah, wir verpassen den Kill in der Mitte. Ja, das muss überall Augen haben, das ist furchtbar. Und oben Irelia, okay.
Oh, das ist bitter. Ich hatte das Gefühl, weil die schon Tarek von der Seite reinkam und es sah so aus, als wären sie vielleicht ein Oh, jetzt kommen Team. sie aber von Mitte runter, guck mal. Und sie haben Macht so ein Kartenwort Plus gesetzt. Cannon. Ja, nee, jetzt muss er chargen, jetzt muss er das Ulti chargen. Jetzt kommt der geht drauf. Und das ging so gut, ich kenn Ulti. Schöner Stunt von Tarek. Jetzt noch das nächste Ulti und dann. Ah, kriegen sie noch kurz? Over. Das war zu greedy. Wow, aber dafür kriegt Fugi noch einen Kill. Jetzt. Also wenn der Ken weiter wird es auch nicht mehr. Aber Ken hat auch noch ziemlich das AOE-Potenzial. Dann kommst du wieder auf die Rede ein bisschen drauf an, habe ich das Gefühl. Meinst du, die wird diejenige sein, die ihn rausnehmen muss? Ja. Ich glaube, die wollen Rache machen. Jetzt haben sie den besten Zeitpunkt dafür eigentlich. Sie haben gerade zwei Töten getötet, sind eigentlich ein noch. Jetzt hat Garner schon gerade auf Höhe gehen. Garner hat noch keinen Flash, aber er hat Smite. Also, die haben nicht gesehen, dass das drin ist. Kommt gerade zu Smite. Wow, Stil vom Garner. Der kommt noch raus, auch noch. Das ist meine dran. Ich weiß nicht. Aber das haben sie vielleicht schlecht gespielt, da hätte einer versuchen müssen, jetzt Garner zu zonen. Oh, oben die Rehle, verliert doch gegen Gangplank mal wieder. Wow. Kriegt das sie noch? Kriegt das sie noch? Ja, der hat sie noch. Wow. Da hat sie wahrscheinlich einmal zu dumm Tower gedacht, weil sie so wenig Leben hatte. Habe ich leider nicht so sehr aufgepasst. Ja, das würde mich auch interessieren, weil aktuell es sah eher so aus, als wenn sie die Lane komplett unter Kontrolle hat. Oder ich muss mir den Bild von Gangplank merken, vielleicht. Aber was mir gerade auch auffällt, ist diese Creep-Kills. Gangplank ist nur noch knapp 30 Creep-Kills hinten. Ja, ist aber trotzdem eine ganze Menge Holz. Wenn du mir überlegst, 30 Creep-Kills sind fast 600 Holz. Plus Parley. Können wir mal gucken. Oh wow, Gangplank ist 404. Wow. 404 und 6000 Gold. Zusammen. Wie das? Ihr redet gerade mal 4800. Gangplank hat bald meiste Gold. Ken hat das meiste Gold mit 6500 fast. Aber ich finde es unglaublich gut. Also sehr gut spielen. Ich finde Cannon macht wirklich unglaubliche Moves und. Jetzt geht's mit Python ins Ring. Wow. Wow, das war schnell aufgegessen. Es ist hart. Der geht einfach mal durch die Tausend los. Da muss man halt wissen, da muss man echt wissen, was man für Schaden macht, weil sonst. Ja, der kennen sie, muss man anschauen, der gibt es gleich als nächstes Realize. Aber man sieht ein bisschen, weil sicher. Die CS machen sich schon bemerkbar, wenn man aufs Gold schaut, ist es fast ausgeglichen, obwohl 5 Kills Unterschied. Ja, der Dragon ist auch drin. Ja. Der Dragon und ich finde, dass sie auf Creep-Kills vielen Lanes gewinnen. Mhm. Nocturne kommt nochmal vorbei. Oh, sie haben keine Worte, dieses ihnen anzeigen. Ja, da kommt sie. Da ist sie gerade. Mitte Turret fällt. Ja, unten passiert nichts. Oben. Gangplank. Da ist schon wieder die Rede runter. Wie? Also scheinbar hat er es wieder geschafft, ihn irgendwie zu sehen. Okay, er hält sich immer doch das Hand immer wieder. Wow. Oh, das war ein netter Jump an Ilitzat. Mal gucken, ja, ob sie es noch geschafft, ihn irgendwie zu übertreiben, aber nein. Nein, und unten sind sie wohl gedived. Was heißt gedived? Ich meinte mit Ulti von Nocturne, nein. Höchstens ohne Ulti. Oh ja, stimmt. Das ist jetzt. Jetzt kommt es. Ja, da kann Derek auch nicht viel tun. Einfach. Ja, und das wird der Caitlyn gut tun, da noch den Kill zu holen. Diesmal hat sie nicht versucht. Schau mal, Spain kommt noch runter. Ja, ich glaube, der kommt zu spät. Meinst du, da wird noch irgendwas? Aber nee, ich glaube, der wird Angst haben und einfach nur verteidigen in den zweiten Turm. Nein, ich glaube vor allem auch nicht. Swain ist nicht so gefährlich. Das sieht eher quasi Tanks. Ja, der hat jetzt Angst jetzt noch. Jetzt sieht er, dass nicht da sind, die der. Na, ich meine vor allem seine Items verwirren mich etwas. Er will halt nur ein Life-Rack. Ja, aber er braucht 20% Bundeslife-Rack. Er braucht ein bisschen AP, meiner Meinung nach. Vielleicht. Das stimmt, ja. Gar nicht mehr. Jetzt muss man 60 AP. Vergleich das mit der Ken jetzt mal. Ken hat 230. Wow. Und ein Slow jetzt. Yep. Slow und Zaubervampir. Ich glaube, sie wollen Garner. Oh, da kommt Irelia auch noch daher. Oh, Irelia erzählt jetzt Garner. Jetzt ist sehr, sehr eng drin.
Slow. Dann jetzt ziehen sie ihn zurück. Ah, das könnte ja gefahren sein. Ja. Wir haben halt gesehen, dass sie irgendwo ein Bild haben. Ich weiß nicht genau, bei welchem Wort. Hatten sie diese Worte unten schon beim Red Bar vorhin? Welche? Die grüne? Man kann es nicht sehen. Nein. Ja. Doch. Man kann es nicht sehen. Nee, die hatten sie noch nicht, wenn du mich fragst. Ach stimmt, das ist das. Weil die frisch geplant sind, hab ich nicht gesehen. Ja. Aber irgendwo mussten sie es gesehen haben, dass er reingekommen ist, sonst hätten sie nicht reagiert. Was grüßen die einfach, müssen die Leute zu deinem Rettung kommen. Was machen die? Das habe ich nicht verstanden gerade. Noch sind das kein Smite, aber ich verstehe es auch nicht. Ich habe gerade nicht verstanden, warum die den Blue weitergemacht haben, wenn sie wissen das. Ja, wie gesagt, ihr macht kein Smite, das ist was mich irgendwie überrascht. Ich bin etwas verwirrt. Vielleicht also viele Leute sind oben und das Wellen pusht oben. Ich würde sagen, schlichtweg vielleicht eine Fehleinschätzung. Ich war etwas verwirrt gerade. Warum sollten sie das machen? Oh, da hat die Kevin jetzt erstmal was reinbekommen. Ich glaube, das haben sie. Oh, und die Counter. Ja. Ja, der Punkt ist ja. Aber ich sag dir, ich finde diese Gangplank-Ultis, die finde ich richtig gut, weil. LOL! Der Slain macht so ein Ulti an, bevor der Kevin auf die Seite für das Ulti ist. Und die. Aber ich bringt glaub, leider nicht, weil. Wow, der Slain gibt schon nur noch 106 Gold. Gangplank kommt entgegen. Ah, das war bitter. Ah, okay. Die Worte. Ja, die Worte reingehen. Das war noch interessant. Kostet wieder ein Flash. Und die nehmen sie jetzt auch noch. Jetzt nichts mehr, mit dem sie sich heilen kann. Ja. Und da kommt das richtig eben gleich hoch hier. Das Zivil haben sie jetzt aber gesehen, dass sie kommen und gehen weg. Wunderbar. Aber und der Kerl macht gerade einen sehr, sehr soliden Job hier, muss ich mal sagen, oder? Ja. Da sieht man, warum es so wichtig ist, einen guten AP-Carry zu haben. Aber er geht auch sehr defensiv eigentlich, der Kerl von den Items. Wenn du überlegst, der holt die Zaubervampir, danach Leben und Slow und jetzt baut er sich einen Sonius als nächstes. Ja, und währenddessen kann Caitlyn unten ein bisschen free farmen. Das kann sie auch gut gebrauchen, glaube ich. Schauen wir mal auf Caitlyn. Oh, Caitlyn. Der Gangplank mit deinem Jungle gerade. Das Plan ist halt gerade zu. Oh, der das wird jetzt gleich wegschmeißen. Den Red. Deswegen ziehe ich den Red immer da hoch. Dass du sehen kannst, ja. Ja, das haut einfach ab. Macht sich ins Fäustchen. Ja. Du musst mal gerade anschauen, wie viele Rots auf der Map die liegen. Das ist auch hart. Ich bin gerade aufheben. Aber er hat. Oh wow! Der Skana hat gerade Smite Spiel auf den gemacht, auf Red. Ja, und jetzt können sie den nicht hier machen. Noctis ist Smite ready. Ja, ganz sicherer Drache. Jetzt oh, Gangplank steht ungünstig. Wow, aber der Sivir steht auch. Ungünstig. Sivir steht ungünstig, ja. Jetzt! Hä? Das war auch Bugi! Wahnsinn! Schon wieder ganz knapp, ich hab nicht verstanden, warum er auf alle jumpen rein und jetzt. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Aber jetzt ist kein schöner Heal noch. Tarik ist auch sehr schlecht dran. Jetzt der Swain ist so ein. Ah, Swain, ja gut, der Flash an ihm ganz nett, aber ich glaube. Caitlyn Ulti. Caitlyn Ulti, ja. Kommt der dann, aber. Cannon kommt nochmal, wow. Noch ein Flash. Oh, jetzt kommt. Power Dive. Wow. Oh, der Swain geht Red Buff übertragen und der war tot. Oh, bitter. Also keiner hat mehr Mana von denen jetzt. Das war, also. Also ich fand den Fall ziemlich. Es sah zuerst so aus, als wenn Ken eine Fehlentscheidung gemacht hätte. Ja. Dann ist die wieder gedroppt durch das Nocturne-Ulti. Das noch der Funk. Wow, Nocturne-Ulti macht keinen Schaden. Ja. Ja, ich meine, weil dann halt alle draufgegangen sind. Das war ein sehr guter Fokus, muss ich sagen. Und da würde ich jetzt trotzdem eigentlich eher die Sieber gefokust als kennen in der Situation, weil die Sieber ist diejenige, die den Schaden hat drüben. Ja. Interessante Entscheidung, ehrlich gesagt. Das würde ich mir echt gerne mal im Replay anschauen, um klar zu werden, ja. Jetzt counterjungeln sie halt hart. Ja, es ist aber auch eine deutliche Dominanz gerade von ihrer Seite da. Aber nicht im Gold. Ja, aber sie dominieren einfach. Und oh, Cannon, wenn er jetzt gestunt wird, ist er ein Problem. Ah, kommt raus, passt. Wow. Tarik hat jetzt Orakel und kann die ganzen Wurzmanns werden, die sie gesetzt haben. Ja, das sind eine ganze Menge. Aber er läuft an jeder Wurzmann vorbei. Er sucht an den falschen Stellen, würde ich sagen. Ja. Oh, Tarik.
Oh, da wollen sie es auch. Oh, Caitlyn. Schöner Dodge über die Wand. Aber ich habe das Gefühl, diese Gangplank-Ultis haben ihnen bis jetzt immer gut geholfen, ja. Gut geholfen. Entweder war es das Blau oder der Damage, den sie gemacht haben. Eins hat immer geholfen von beiden. Gangplank kann farmen oben in aller Ruhe. Hat jetzt natürlich sein Ulti, das heißt, er muss. Er hat sein Ulti nicht mehr, das heißt, er muss ein bisschen mehr mit dem Team unterwegs sein. Aber ich glaube, er will unbedingt den Top Tower loswerden. Ja, das könnte gut sein. Aber er sieht nicht mehr. Okay, er sieht gerade, dass sie in der Mitte stehen im Paar. Jetzt sehen sie nichts mehr. Ja, gut, also er, den Turm weg, ja, er hat weg. Aber hier noch ein Wort stehen beim Blue Bar. Ja, ja, das sieht es auch wie vorbeilanden. Ich würde das Hagel wahrscheinlich gleich auch weg und zerstören. Schauen wir mal auf die Item. Ja, Sonja ist eindeutig jetzt dann für Cannon. Oh, Caitlyn ist noch weit hinten. Ja, Caitlyn ist echt ziemlich weit hinten. Ich sehe eindeutig, ja, der gleich. Vorteil ist einfach beim unteren Team, ja, die Carry ist wesentlich mehr gefarmt, wohingegen halt genau die AP-Carry ziemlich draußen ist. Mhm. Und umgekehrt. Aber ich finde eigentlich, den AP-Carry, der drin ist, macht immer einen AD-Carry fertig, weil du kannst einfach tot nuken. Ja, es kommt drauf an, auf Positioning in gewisser Weise. Und so hat sich jetzt auch ein Oracle gekauft und entfernt auch wieder Wards jetzt. Jetzt fängst du so ein bisschen an, die Kämpfe um die Wards. Wer sieht mehr? Aber ich mag ehrlich gesagt den Nocturne-Build. Es gibt so viele Leute, die auf Nocturne, auf Teufel komm raus, erstmal Damage bauen wollen. Was haben sie jetzt gerade vor? Ah, die wollen es mit der Engagement, mit denen ich gerade gesehen habe, was unten an der steht. Ein Slash und die ist draußen. Ja. Ich wollte gerade noch mal catchen. Und die Caitlyn zieht uns immer noch rein. Jetzt gehen sie das langsam. Irelia portet und. Oh, da muss jetzt sogar Caitlyn laufen. Ja, aber wenn sie einfach nur läuft. Die gehen auf Abfangkurs, das sieht deutlich. Ja, die Frage ist. Ja, jetzt dreht sie um. Oh, das hätten sie schaffen können. Wenn sie durchgelaufen, hätten sie sie gekriegt. Aber Cannon, okay. Gut, Ken checkt erstmal, bevor er. Ist ja vernünftig. Vielleicht hätten sie quer über den Drachen gehen müssen. Und dann hat noch eine weitere Worte entfernt. Eigentlich hätten sie es ja geschafft, wenn sie einfach weitergegangen wären. Durchgelaufen. Aber wahrscheinlich haben sie auch gesagt, hätten sie nicht ganz fertig, ist so weit drin, dass sie so eingehen müssen. Ja, das stimmt allerdings. Sie müssen Caitlyn nicht unbedingt direkt umhauen, weil Caitlyn eigentlich nicht so der große, die große Bedrohung ist. Die kann es zwar wieder werden, aber momentan ist es noch nicht. Oh, Gangplank hat sich in Infinities geleistet, sehe ich gerade. Mhm, Triplank. Wow, das heißt, er wird definitiv wehtun ab jetzt. Aber auch Caitlyn und ein One-on-One gegen und Skarner, wir kennen. Ja. Ja, da sieht man AD unten gerade, wo wir AD gegen AD, da kann schlichtweg die wir gerade gar nichts tun. Die wir laber. Caitlyn. Aber jetzt hat Caitlyn auch wieder Infinity endlich fertig gekriegt. Echt? Und sie wollen die kennen haben. Und der Fahrer genau geschnappt ist das Ding. Den Tower können sie nicht steilen, definitiv. Jetzt kommt der Counter-Engage. Zwei Ultis da. Und das, oh, das Gangplank-Ulti. Wow. Slam drop, Cannon, haut ja. Schaden raus. Aber er kriegt sie, er kriegt sie tot und kämpft noch weg. Er kommt nicht weg. Kriegt er noch schon die Rede tot? Ja. Die trauen sich nicht, aber jetzt die Rede kein Mann mehr. Und, oh, da geht die Rede tot. Ja, und wow. Und ein Ace. Wow, aber die Irelia hat einen Schaden gedrückt an den an Cannon. Wow. Ich hab dir gesagt gehabt, die Irelia muss den Cannon rausnehmen. Aber wir müssen immer noch bedenken, das war ein 4 gegen 5, oder? Ja. Nee, stopp. Die Cannon war tot und 7 war dabei. Das heißt, eigentlich war es ein schlechter Kampf für sie und sie haben trotzdem Ace geholt. Das spricht nicht gerade für unser blaues Team. Ja, das ist vor allen Dingen Pre-Mating Randoms eigentlich. Naja, das bedeutet, ich weiß nicht, wie viel das. Ja, du hast ein bisschen mehr Absprache, du kennst dich ein bisschen besser, du weißt, wie der andere reagiert.
wir sind nicht so der Extremkontakt, das weiß ich auch, aber. Nein, ich meine, wir haben die anderen zu dem Teamspeak, also sie können auch kommunizieren. Und vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, wir wissen ja auch gar nicht, wie sehr das Team jetzt regelmäßig zusammenspielt. Ja, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Und das Zweite noch, was mir einfällt, ist, man darf nicht vergessen, dass Bubi mit Abstand hier der höchste Elo-Spieler ist. Also ja, und der Sarius ist auch nicht gerade niedrig, wenn ich die richtige Erinnerung habe. Ja, wir wollen, also ich weiß nicht, wir wollen es nicht zu hoch halten, aber man, es zeigt halt auch, eine gewisse individuelle Klasse ist dann nicht, ich meine, ja. Das kennt man. Oh, ich bin gespannt, was er noch baut. Er hat ein Giants Belt noch gebaut, nachdem er schon Realize hat. Bei Canon. Das ist eine gute Frage. Warum baut er noch ein Giants? Gibt es eher noch Rabadons bei ihm baut? Oder Lernstab? Das wird gespannt sein. Aber vielleicht will er einfach nur ein Leben haben. Jetzt ist bei 3000 Leben. Das ist natürlich auch bitter. Ja, weil man muss ihn quasi umhauen, weil er sonst nicht viel Schaden macht, aber das finde ich ja, vielleicht... Ja, 3000 Leben und ein Sonias, das ist das Gemeine vor allen Dingen. Wenn sie ihn fokussen, dann geht er einfach ins Sonias und lässt den Uffi durchticken und haltet dann wieder hoch. Oh, das ist gerade gar kein guter Kampf. Wenn sie den jetzt nehmen... Eigentlich hier ist noch in der Base. Mehr. Ja, das wissen sie nicht. Die sagen, können ja sagen, sie könnte auch gerade da sein, wenn sie nicht sehen. Gleich. Und mal schauen, ob sie noch ein Geld hinterher. Nein, sie farmen lieber. Und rechts ist gerade eine Kübel sein auch. Wird der Gangplank zum Ulti setzen zum Verteidigen oder lassen sie den Tower durchlaufen? Ich glaube, sie laufen so einen Tower, lassen so einen Tower laufen, weil sie das Gangplank Ulti im letzten Teamfight hat man einfach gesehen, was das für einen Schaden macht. Ja, die sind voll drin gestanden. Das sind ja alle AOEs geflogen. Oh, jetzt ist Tarik und da ist der Tarik. Oh, sie wollen den Tarik unbedingt catchen? Ja. Ja, Supporter ist dann. Vielleicht wollen sie jetzt Baron gehen direkt. Eieiei, jetzt werden sie wahrscheinlich Baron gehen. Ja. Haben sie eine Wortsicht, sie haben einen Tarik draus, der stunnen kann. Zwei Wards. Da war gerade ein Fehler von zwei Wards. Ist ihnen ganz wichtig, dass sie da viel Sicht haben, kann ich finden. Ja, da müssen sie reingehen eigentlich, aber... Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt genau machen wollen. Aber Ken kann da eigentlich ganz gut gegensteuern. Ja, der Baron. Mit seinem Ulti rein und Sana zieht ihn raus, aber der stoppt einfach viel zu schnell. Sonjas, Irelia macht noch am meisten Schaden, ich glaube. Jetzt Revive, gezündet. Dann Sivir macht guten Schaden, die ganze Zeit am Auto-Attack, sehr schön gemacht. Sehr gut, Positioning, läuft durch, ob sie auf die Dinge achtet. Boah, da sieht man einfach, wie krass Sivir gerade ist. Wow. Aber Cannon, wow, kriegt noch. Ja, das... Der Nocturne weg, der Nocturne kommt weg. Nocturne, ja, er kommt weg. Und... Wow. 2 für 2 eigentlich nur. Ausgeglichener Kampf. Ich dachte, dass die Baron hat. Oh, jetzt ist Jonah. Ja, und da war, musste sie wegflashen. Da musste sie einfach wegflashen sonst. Ken war auch nicht ganz gut geklappt. Wow. Ja, Ken muss jetzt eigentlich mit seiner Ulti die Sivir fokussen, weil die hat so einen rein gebaut. Sieht es auch da, wie sie ist. Und da kommt noch ein. Ja, Flash ist weg. Ja, zwei Flash. Weg. Naja, zwei Flash raus. Für Nocturne. Oh, müssen wir jetzt darauf auf, warum sie wieder so Schaden macht. Sie hat einen Blutdürster voll aufgeladen, plus ein Klingel und Endlichkeit, plus noch ein Schattentänzer. Wow. Das ist eine wirklich starke Menge Schaden. Der hat 300 Crit Kills. Gut, es ändert nichts daran, dass 7000 Geldunterschied wir haben. Ach, du liebes bisschen, du musst auf Geld schauen. Ha? Sivir hat 13.000 und der nächste Beste ist Irelia mit 10.000. Und auf der anderen Seite hast du 13.000 auf Gangstack und 13.000, fast 15.000 auf Cannon. Wow. Ja, das Problem ist, wir müssen unbedingt die wir einfach wegkriegen. Das ist ihr aktuelles Problem. Und Gangplank geht auch immer stärker los. Der hat jetzt noch ein Atmos dazu gebaut. Also wenn es weitergeht, kann der Gangplank auch sozusagen die Sieve rausnehmen. Ja. Und die wollen unten den Skull, den Swain jetzt. Swain.
Und die, oh, sie ging gerade gerade Gebüsch weg. gestanden wären, Wow. wenn die da drin gewesen wären, hätten sie ihn so zerlegt. Hätte das Gegnerteam gar nicht reagieren können drauf. Sehen wir immer noch. Oh wow, wir haben einen Ken mit Warmog. Tatsache, ja. Er will wohl offensichtlich einfach noch überleben. Bin gespannt, ja? Bin wirklich gespannt. Ich glaube, ich hätte. Wenn ich unbedingt auf Verteidigung gehen wollte, würde hätte ich wahrscheinlich eher einen Dornenpanzer gebaut. Oh, Redstaff, Gangplank, jagt jetzt den Skarner. Ja, aber es ist immer noch ein Skarner. Ja gut, aber das Vorteil ist dadurch, dass die Skarner den Initiate raushält, können sie einfach einen kostenlosen Tower quasi. So. Da drin ist Caitlyn natürlich ganz gut im Tower wegnatzen. Ja, die haben übrigens die... Ja, sie sehen, Drache ist da. Ich würde sagen, sie geht zurück zum Drachen. Ja. Wow, und sie haben schon 9000 Geld Vorsprung. Ja, naja, aber 9000 aus dem Geld reicht das nicht mehr zu spielen. Das kommt drauf an. Ich spiel's mal so, Swain. Swain hat halt Probleme, behaupte ich jetzt mal. Ja, der macht momentan keinen Schaden für die. Swain hat weniger Gold als Sona. Ja, der hat ja auch gerade nur einen Rock Ages und das Geistgesicht drauf, also der Geisterscheinung. Jetzt bin ich gespannt, wo ist Sway? Ja. Hat sein Rod of Ages erst 3 Minuten? Ja, der ist sehr weit draußen gewesen. Wow. Und hat er, glaube ich, erstmal seine Lebensregeneration, also das Item, andere Item gebaut. Und danach ist das. Wow, Gangplank Crit, 1000 Damage am Creep. Ja, der hat auch wie gesagt einen Atmos noch gebaut. Wow, nicht schlecht. Und er baut Frozen Heart gerade, also der geht voll Konter Sivir. Ja, der hat auch schon 290. Ja, ich glaube es wäre... Ja, Sivir hat schon jetzt einen Last Whisper gebaut. Ja, der Sivir-Build ist eigentlich ziemlich gut gebaut. Sie hat wirklich eigentlich alles, was sie will. Die Frage ist, was gibt sie als letztes eigentlich? Ja, an sich ist jetzt momentan ihre, also auf dem blauen Team ist es eigentlich nur der Plan, dass sie nun Siebel schützt und dass sie den Schaden machen muss. Würde ich mal wagen zu behaupten. Die müssten aber eigentlich hier im Purple Team unbedingt ihren kompletten Schaden auf, also sie müssen quasi auf Siebel durchgehen. Ja. Weil wenn Sivir droppt, dann haben sie einfach so viel Schaden. Das haben wir im letzten Fight gesehen, dass die Sivir einfach so viel Schaden gemacht hat, weil sie einfach perma Auto-Hitten konnte, ohne dass sie jemand daran gehindert hat. Ja. Ich habe so das Gefühl, gerade versuchen beide Teams so ein bisschen den Teamfight zu vermeiden. Ja, sie wollen irgendwie beide farmen, aber eigentlich... Ich weiß nicht, für wen das jetzt schlecht ist gerade. Oh, jetzt gehen sie aber Mitte gerade rein. Und... Oh... 370er Tritt kriegt der Gangster noch rein von Sivir. Obwohl er so tanky gemacht hat. Nein. Caitlyn pusht, das heißt, sie werden wahrscheinlich keinen Fight ja, wollen. Ja, teleportet. Teleportet hinter. Wieder mal hängen sie so ein bisschen hier fest. Ja, das passiert gerade nicht besonders viel. Ja, keiner traut sich gerade richtig loszulegen. Jetzt können sie unten Skarner vielleicht kriegen, weil sie gerade sehen, wie er da vorbeiläuft am Red, beim Dragon. Ich würde ehrlich gesagt nicht versuchen, Skarner zu kriegen, sondern eher dann versuchen... Die wollen Irelia. Die wollen Irelia. Das ist gerade deutlich, wie sie laufen. Weil wenn Skarner... Ja. Was hat Skarner? Skarners Items? Nein. Den will ja, man weil sein Ulti das nicht böse ist. Sie müssen eigentlich nur seinen Ulti, entkommen, irgendwie. Ja, aber du hast nicht so viele Spells, die das Ulti abbrechen können. Gangster kann sich freifressen. So eine Ulti. Und kennen Ulti. Zum Entstand. Warte, ich ihn lassen. Ja, da können sie nichts machen. Das passt ja ganz gut. Aber auch nicht kennen, sie lang unten. Ja, kennen fehlt das gerade. Die machen jetzt gerade den Wettbewerb für ihre Sona. Sivir. Boah, Sivir. Wahnsinn. 357 AD. 970 Crit macht sie. Den Golemster. Gerne hat gerade einen Globus bekommen. Baron ist wieder da. Ja, die müssen wir die Worte gehen. Die sehen sehr viel von der Karte gerade.
Aber keine Team, kein Team mit dem Team sieht wirklich den Baron, aber dafür sehen sie gerade, dass sie drinstehen im Gebüsch. Oh, das könnte gefährlich werden. Ja. Die wissen nicht, dass sie gerade gesehen werden. Jetzt sehen sie. Jetzt haben sie es gesehen, dass der Nummer drin war. Und haben natürlich jetzt auch Angst bekommen. So was passieren könnte. Schon wieder ein Wort gestellt. Ja, die haben es gesehen. Die haben es gesehen, da ist selber ein Wort drin. Ich glaube, die wollen ernsthaft. Nein, wollen die auf Baron gehen? Dieses Herantasten wieder. Ja. Jetzt haben sie genau das umgekehrt. Oh, ja, ist auch wieder. Jetzt wissen sie gerade mitten auf Siege. Jetzt muss Gangplank auf Siege. Ja, boah, Tunnel auf Siege. Der muss eigentlich wieder. Boah, er hat sich viel schnell die umgeblockt. Der Kennen ist auch noch weg und Kennen ganz gut und läuft weg vor dem Skarner. Vor allem sieht man, was Yugi für überlebt hat jetzt alles gerade. Ja. Boah, ich habe jetzt Yugi, Irelia stirbt. Keine auch Chance. Nee, das ist. Wow, das die war... Irelia ist gestorben, was macht die Caitlyn? Das ist die Falle runter, da konntest du nicht mehr weggehen. Aber man hat hier gesehen wieder, wenn sie tot ist, dann... Ja. Moment, das ist auch, glaube ich, hier auch warum der Fan Bombs gebaut hat, der Beziehung nach dem Fokus. Ja, er wollte einfach nur mit seinem Ulti durchkommen und überleben. Ihm haben sie... Ja. Wow, er hat auch 482 AP. Okay, in der Nähe von Donau. Okay, das ist... Ja. Sie sollten jetzt eigentlich pushen. Aber Ken hat auch fast 4000 Leben. Das ist richtig sehe. Echt? So viel? Wow. Aber 3000 Leben. Wow. Jetzt halt nur 800. Ja, er wollte einfach nur das Überleben. Oh, da gar nicht. Ich weiß rein. Ah, und ich mich abklappen lassen. Cool. Weil ich weiß nicht, wie sehr der Ken noch mit denen leben, ist, die 2000 oben hat sich eine ganz schöne Wave angesammelt. Ja. Gangplank Ulti ist jetzt gleich verfügbar. Ich nehme an, das wollen sie damit lösen. Jetzt wäre es verfügbar. Ja. Der schießt uns noch, ja. Und ich nehme an, es holen sich Drache. Jetzt und bauen sie ihren Vorsprung natürlich hart aus. Wir haben gerade gesehen, was Gangplank... Der von 10.000 sind auf 15.000 drauf. Wow, was Gangplank mit der... was sie gemacht hat mit der Vivian. Ha. Ich krieg's doch mal zusammen. Ich merke schon, dass ich müde werde. Ja, und das Problem ist jetzt vor allem auch, dass... 9 Uhr müde? Ja, früh aufstehen und so, du weißt, wie das ist. Ach ja, heute ist es ein Tag. Stimmt. Oh, wow. Irelia möchte Caitlyn. Da gibt's noch mehr, die Caitlyn wollen. Das Problem ist, dass Caitlyn langsam hinterherkommt. Auch wieder drin ist. Ja. Ja. Sie ist zwar noch nicht so weit wie, Vivia, aber so wie es aussieht. Aber Vivia fängt jetzt auch an, ist uns aber noch deutlich. Die hat es dazu gelernt und gemerkt. Gangplank geht auf mich los, ich brauche Rüstung. Wow, Guardian Angel. Das wird jetzt definitiv schwieriger. Naja, Guardian Angel ist schon praktisch, aber ich denke mal, dass sie in der Zeit, wo sie tot ist, bringt's nicht viel, weil ihr Team das nicht schützen kann. Das ist die Frage. Schafft das Team in der Zeit, sie quasi zu beschützen und denjenigen umzuhauen, der quasi gefährlich ist. Aber jetzt hat Gangplank 344 Armor. Wow. Ja, vor allen Dingen, was haben sie drüben? Magieschaden, das ist nur in Swain und den haben sie so weit rausgenommen, dass er keinen Schaden wirklich macht. Ja, das stimmt allerdings. Der läuft mir immer noch mit 161 AP rum. Und ja. Wir sind jetzt in der 46. Minute. Gut, er geht eher auf Überleben, habe ich so das Gefühl. Er möchte lieber lange drinstehen und ein bisschen Schaden aufsaugen. Ja, aber das ist eigentlich nicht, was da jeder machen muss. Eigentlich setzen sie gerade alles auf Sivir. Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, sie wollen eigentlich nur Sivir schützen. Wobei das dann ein Problem ist, wenn die Sivir schützen wollen, stehen sie halt allen Fleck und das ist dann für die AOEs von denen zu sehr sehen. Boah. inzwischen hat auch Nocturne sein Infinity Edge fertig. Ja, die haben drüben 3 Infinities. Ah, und Caitlyn hat, wow, sich Black Cleaver und Phantom Dancer gebaut. Jetzt ist gefahren. Was ich nicht ganz verstehe, warum die Liebe 400 Füße hat. 400? Ich müsste langsam zurückhalten. Ich müsste sie eigentlich wirklich zurückhalten und keine Küpfkits mehr machen, aber die geht trotzdem noch richtig rein und haut einen Küpf nach dem anderen um. Wir wohl Perma 3 Dinger drin haben können.
Oh, ja, alle auf die Acht, die Jump wieder auf die Studie. Zwei Leute auf die Studie. Ich sehe gerade, dass Caitlyn mit 0 Hitpoints entkommt. Ja, aber die Lock ist noch nicht gegangen, die Lock ist noch drauf. Oh, ich sehe hier. Cannon geht auch drauf, wahrscheinlich. Ja, wir wollen immer nicht abbrechen. Ja. Wir Gangplank flasht raus. Jetzt kommt Caitlyn noch von der Seite. Sie wird aber. Sie geht gerade raus geflasht. Ah, okay. Ich war noch gesehen. Ja, jetzt schau dir an, wie sie wird trifft. Ja. Wow. Ah, da haben sie jetzt auch ein bisschen ganz blöd gespielt gerade, auf beiden Seiten. Die Sieve ist nach oben mitgelaufen, ist das Team ist nach unten gelaufen und sie sind genauso gestattet. Die haben nur noch einen hochgeschickt. Und haben gesagt, noch sind direkt aus, um sie zu töten. Das war nicht ganz effektiv. Weil in dem Moment, wo die Siebe gesehen hat, oh, das ist nur noch ein Nocturne da, hau ich auf ihn drauf. Ich hab Blutdürste, ich hab Fenster, ich mach genug Schaden. Ich hab leider, ich hab auf den unteren Fight geschaut. Ja, ich hab hier oben zugeschaut, deswegen erzähl's gerade nochmal. Sieh dir, ist nicht mal ihr Ding, Ihr Guardian. Gar nicht mal als Guardian, richtig. Aber die farmen schon wieder die ganze Zeit. Ich könnte mehr die Farm eigentlich der Riele lassen, die ist noch nicht ganz so ausgefarmt. Die braucht man Frozen Mallet. Eigentlich sollten sie allen Farm Swain lassen. Das sowieso. Ja, auch wenn du wieder auf Gesamtgold haust, die Hele, Sivir läuft inzwischen mit 18.000 rum. Wow. Und der Swain 8.000. Oh mein Gott, auf der Gegnerseite viele über 10.000 Gold inzwischen. Und immer noch Gangplank und Cannon haben genauso viel Gold wie die Sivir insgesamt. Oh, jetzt könnten sie kämpfen. Sivir hat ein halbes Mana, obwohl ihr das nicht sehr viel bringt. Ja, die haben Angst. Das wird bei dir heute zum stehenden Ausdruck, oder? Ja. Aber ist auch so, die trauen sich gerade nicht mehr wirklich. Die haben es gerade auf die Fresse bekommen. Ich glaube, Caitlyn baut sich auch okay, Entschuldigung. Nehmen. Sie haben einen Kampf verloren. Oh, jetzt hat Gangplank sich auch einen Guardian gebaut, statt Wriggles. Wriggles ist weg. Damit hat er auch keinen Lifeleech mehr. Ja. Vielleicht baut er sich nachher noch einen Phantom Lancer statt Merkur. Oh. Bin mal gespannt. Sie müssen wieder nochmal so einen Fight machen, in dem sie Sivir einfach durchgehen. Ja, sie haben gerade eben wieder 7 gefokust. Das war einfach. Da hat der Fehler auf beiden Seiten in uns so gefehlt. Ich glaube, der Fehler war, dass sie sind nicht auf Sivir gegangen. Sie hatten sie eigentlich gut rausgesplittet und dann hätten sie dranbleiben müssen. Ja. Irgendwann haben sie, glaube ich, gedacht, wir kriegen sie nicht mehr und haben sie laufen lassen. Und deswegen vielleicht runtergegangen. Keine Ahnung, was der genaue Beweggrund war. Die Focken sich so ein bisschen. Und da kommt der Gegner. Wenn da reinziehen wollen. Aber keiner geht auf Sivir, keiner geht auf Sivir. Doch jetzt Sivir. Wow. Wir müssen nochmal auf Sivir. Und da geht sie nochmal drauf. Da ja. Damals. Wow. Kennen die really don't like me. Und da ging ja auch. Wow. Aber Cannon sagen natürlich jetzt auch, er ist der beste Spieler gewesen. Der hat auch das höchste Ranking gehabt in dem Game. Wow. Also, so intens. Ja, bei den Teamfight konntest du gar nicht mehr richtig die Skills sagen, bevor sie durchgelaufen sind. Eieieiei. Ein sehr intensives Game. Interessant war das ganz am Ende, Irelia, sag ich schon, Mann, ich bin so brain off, Chaos, das ist halt doof. Hat die Caitlyn einen Quadrant-Kill gemacht, quasi. Na, der konnte sie auch mal reinschießen, ohne wirklich gefokust zu werden.
Aber beim letzten Kampf gerade war es auch wieder so, dass alle auf einen Fleck standen und dann kam so eine Ulti, Gangplank Ulti, Cannon Ulti, alle AOEs auf eine Stelle halt. Aber ich glaube, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, dass es war nicht wirklich irgendwie.